Abend. Danke schön. Ich bedanke mich. Danke. Herzlichen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren. Grüß Gott in München bei der FSM. Grüß Gott zu Hause. Herzlich willkommen. Guten Abend. Willkommen zur 61. Folge der Pyramide. Sie wissen, es geht um viel Geld, das lediglich unsere Zuschauer gewinnen können. Die Prominenten können an Sympathie gewinnen. Also auch etwas sehr Wichtiges, gerade in dem Beruf. Und noch etwas am Anfang. Wir haben heute Abend etwas vor, das ist ganz speziell für unsere kleinsten Zuschauer. Die schon schreiben können, sollten sich einen Kugelschreiber hinlegen und ein Stück Papier. Und die anderen sollten vielleicht sagen, Mami oder Papi, hol mal einen Kugelschreiber, hol Papier. Der hat nachher eine Anschrift, da haben wir etwas vor mit unseren jüngsten Zuschauern. Dazu kommen wir später. Zuschauer ist ein gutes Stichwort. Wir beginnen mit unserer Zuschauerin, die aus Otterfing bei München kommt und heißt Sigrid Sölch. Und dazu kommt ein Mann, der gestern und auch übermorgen und auch morgen heute präsentiert. Klaus Seibel. Guten Abend, liebe Frau Sölch. Ich freue mich, Sie zu sehen. Es geht Ihnen gut. Ja, aber Sie hat kalte Händchen. Das gehört dazu, nicht? Ist Lampenfieber? Ja. Das gehört dazu, nicht? Ein bisschen zittern vorher. Eben. Sie sind Hausfrau, ja. Haben viel zu tun, haben drei Kinder. Allerhand, ja. Ist er manchmal, der Ehemann, auch noch ein Kind? Haben Sie eigentlich vier manchmal Hand aufs Herz? Selten. Selten? Ja, meistens unterstützt er mich recht gut. Das finde ich prima. Aber wenn er krank ist, leidet er gerne? Wenn er krank ist, ja. Lässt sich dann gerne pflegen und sagt, Schatz, ich habe solche irrsinnigen Kopfschmerzen. Ich war gestern Abend unterwegs, es war wieder zu spät. Oh, das kommt selten vor. Kommt selten vor. Das also ein richtig guter Ehemann und Vater. Ja. Klaus. Die kalten Pfoten habe ich auch. Die habe ich auch vor meiner Sendung. Ehrlich? Immer noch. Ja, jeden Abend? Jeden Abend. Aber du hast ja einen vorgefertigten Text. Ja, aber den habe ich selbst vorgefertigten Willen ja auch überbringen. Das ist richtig. Und das muss ja auch irgendwie klappen, nicht? Ist nicht eigentlich Lampenfieber Achtung vorm Publikum? Ist das nicht der Punkt, warum wir vorher alle... Ich sehe es mal so. Ich muss mir das selber einreden. Aber ich muss sagen, das geht so in den ersten 60 Sekunden dann weg. Es ist nur so vor der Sendung, wenn der Aufnahmeleiter ruft, noch 10 Sekunden und sowas. Dann ist so ein Startgefühl, nicht so ein Startgefühl. Mit einer Raumkapsel. Ja, wenn es dann mal läuft, läuft's. Prima. Ich hoffe, es läuft heute Abend auch. Bei Ihnen, ich hoffe sehr, ja. Und bei dir, lieber Klaus. Okay. Toi, toi, toi. Mit der ersten Mannschaft, die zweite Mannschaft, meine Damen und Herren. Da kommt eine Dame, die die Tagesschau und die Tagesthemen, also im ersten Kanal, präsentiert. Und ein Kollege von der Presse hat einmal sehr schön formuliert, selbst größte Katastrophen werden bei ihr zu relativ erträglichen Ereignissen. Sie ist nicht nur die Dame der Tagesschau, sondern auch der Tagesthemen. Aber auch das Wunschkonzert ist eine Sendung von ihr und vom Kollegen Max Schautzer. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Dagmar Berghoff. Und dazu kommt ein Mann aus Bremerhaven, der Hauptbootsmann, ein Oberbootsmann bei der Bundesmarine ist und heißt Matthias mit Vorname und Stegerer mit Familiennamen. Liebe Dagmar, du siehst wieder fabelhaft aus. Danke dir. Ich freue mich, dich zu sehen. Du bist ein modischer Mensch und du liebst schöne Kleider. Ja. Wobei ich in der Tagesschau ja nicht alles das tragen kann, was ich sonst tragen möchte. Dieses zum Beispiel ginge nicht, einmal wegen der breiten Schultern. Warum? Man sieht einen ja nur bis hier in der Tagesschau. Ich würde also aussehen wahrscheinlich wie ein Preisboxer. Und außerdem geht blau bei uns nicht, wegen der Blue Box. Wegen der Blue Box. Ja. Das sind hinten halt Dinge, die dann eingespielt werden und dann würdest du plötzlich oben weiße Flecken haben. Ja, ich würde überhaupt ausradiert sein. Man würde gar nichts mehr sehen, außer dem Kopf. Doch, deine schönen Augen würde man sehen. Ach, Dieter. Die würde man sehen. Guten Abend, Herr Stegerer. Guten Abend, Herr Heck. Bundesmarine. Ja. Aber das haben Sie bald hinter sich. Sie sind Zeitsoldat gewesen, fast noch ein paar Wochen. Dann ist das vorbei. Sie sind ein leidenschaftlicher Mensch, der zur See fährt. Leidenschaftlich zur See fährt? Oder sind Sie jemand, der sagt, so Marine hat so eine schicke Ausgehuniform? Nein, das ist nicht unbedingt der Sache. Aber Marine muss auch Leute geben, die an Land sind. Sonst können die an Bord überhaupt nicht fahren. Und wir machen an Land die Unterstützung und Ausbildung. Was machen Sie da? Wir sind eine Elektronikschule im Grunde genommen. Wir bilden Radarleute aus und Telekommunikation und sowas. Das Instructor-Personal und Service-Personal. Also können Sie hinterher, wenn Sie bei der Bundeswehr weg sind, sicherlich auch bei einer Computerfirma einen guten Job finden. Wann ist das ungefähr? Das ist am 30.09. dieses Jahres. Vielleicht schaut irgendjemand zu, hört das und sagt, den Mann nehme ich. Wäre nicht schlecht. Toi, toi, toi. Danke. Auch für die andere Mannschaft. Ja. Bitte dort oben Platz nehmen, liebe Dagmar. Auf der gegenüberliegenden Seite Herr Stegerer. Wir beginnen mit den ersten Überschriften. In der ersten Runde geht es um 500 Mark, später verdoppelbar auf 1.000. Da sind die Begriffe.
Kirchgang, Faulenzen, Frühsport, was es jetzt wieder geben sollte beim Kaffeeklatsch und was es jetzt länger nicht mehr geben sollte, ist auf die Jahreszeit zurückzuführen. Ach so. Was darf es denn sein, liebe Dame? Faulenzen, bitte. Faulenzt du gerne? Ja, sehr gerne. Wie sieht das aus bei dir, wenn du mal einen Tag frei hast und keinen Termin hast? Also kein Rundfunk, kein Fernsehen, kein Synchron, nichts. Wenn ich vorher sehr viel gearbeitet habe, dann würde ich diesen Tag ehrlich gesagt im Bademantel verbringen, von morgens bis abends. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Wirklich, nicht? Ja? Wenn man viel und schwer, dann... Oder ja. Wie? Ach so, ja. Ne? Gut, also um 500 Mark geht es, liebe Dagmar, die ich er gewinnen kann. Drücke Matthias die Daumen. Der König Zuschauer. Danke. Danke. Später verdoppelbar. Achtung, fertig und los. Das, was man hier unten anhat, wenn man sich sehr bequem macht. Latschen. Ja, ein anderes Wort dafür. Pantoffeln. Richtig. Das, worauf man liegt, wenn man sich's bequem Bett, macht. Kanapee, Couch. Ja, ein anderes Wort Sofa. Für Kanapee. So, ja. Das, was man gerne dann abends isst, ist so länglich. So sieht es aus. Dünn, lang. Salzstangen. Ja. Das, womit man sich einwickelt. Handtuch. Nee, Bademantel, größer. Laken. Größer. Aus Wolle oft. Decke. Das, was man gerne Zeitung. Isst. Das, was Die Zeitung kam noch. In der Zeitung ist ein Kreuzworträtsel drin. Das wäre auch noch gekommen, aber das kam nach dem Gongschlag. Klaus Seibel, wenn der Jubel vorbei ist, frage ich dich, was du haben möchtest. Was es jetzt länger nicht mehr geben sollte. Alles klar. Achtung, fertig. Ja. Das gibt's jetzt. Los. Der Winter ist vorbei, dann wollen Schnee. Wir auch keine... Nein. Was hat, bringt der Winter noch? Eis, Kälte. Kälte, richtig. Und Sie haben eben schon Schnee. Gesagt... Schnee. Und an den Fenstern zeichnet sich manchmal sowas ab. Eisblumen, richtig. Man zieht dann... Stiefel? Spezielle Stiefel. Winterstiefel, noch? Fellstiefel, Moonboots. Fell, anderes Wort für Fell. Fellstiefel. Anderes Wort für Fell. Anderes Wort für Fell. Machen wir weiter, bitte, an anderer Stelle. Und man trinkt, damit es einem warm wird im Winter. In die Richtung ist richtig, Glühwein. Aber es ist Glühwein. Ja. Und man... Zum Streusalz kommen wir nicht mehr. Die Pelzstiefel waren das. Was? Die Pelzstiefel. War schon so dicht dran, nicht? Bei den Fellstiefeln. Herr Stegerer. Wir versuchen den Frühsport. Versuchen Sie. Ach, wo ich so unsportlich Machen Sie Frühsport bin. Bei der Bundeswehr jeden Morgen? Ab und zu. Zack, zack, auf, nieder, auf, nieder. Ist nicht mehr so schlimm. Oder auf, zu, auf, zu, auf, zu. Jetzt das andere Augenlid. Was hatten Sie? Frühsport. Frühsport. Achtung, fertig, ab. Was zieht man an? Zum Turnhose. Laufen? Turn ist richtig. Turnschuhe. Ja. Denn damit der Schweiß hier nicht um... Stirnband. Und, ja. Wenn ich mich bewege, wie heißt das? Joggen. Nein, Laufen. Ganz normal, ja. Oha. Wow, wow. Und, Hund. Ja, Hund ist richtig. Und der auf die wolligen Tiere aufpasst? Schäfer, nee. Ja, und das zusammen? Schäferhund, ach so. Ja. Das hier, was hier so viel Umdrehung macht im Moment? Puls. Ja. Wenn mir ganz warm ist? Heiß, Schweiß. Schwitzen. Man kommt ja in Schwitzen bei der Sendung, ne? Frau Sölch, wir haben noch solch schöne Begriffe. Was darfst du sagen? Den Kirchgang. Den Kirchgang. Den Kirchgang. Achtung, fertig, los. An welchen, Sonntags. Woche, ja. Bitte. Und das Wort für Oma? Bitte? Oma, und das Wort für Oma? Für Oma? Für Oma, ja. Vater? Großmutter. Ja. Dann das im Turm drin, das Lärm macht. Die Glocke. Worauf gespielt wird in der Die Kirche. Orgel. Dann, woraus man liest, der Pfarrer liest, das Buch der Bücher. Die Bibel. Dann, der vorne steht am Altar. Das ist der Pfarrer. Mhm. Ja, ja, der Pfarrer. Das war der Pfarrer. Was es jetzt wieder geben sollte und beim Kaffeeklatsch. Also wir machen uns jetzt gemütlich beim Kaffeeklatsch. Beim Kaffeeklatsch. Mhm. Achtung, fertig, ab. Wie nennt man die Damen, die um so einen Tisch sitzen? Nein, ich muss anders sagen. Wie heißt, wenn die Schwester meiner Mutter, wie heißt die? Klatschtanten. Ohne das vorne. Tanten. Ja. Was isst man beim Kuchen? Ja, ein anderes Wort für Kekse. Kuchen. Nein, sowas Rundes, Schönes. Kranz. Mit Kerzen drauf und so. Wenn es richtig sahnig ist, rund, schön. Torte. Ja. Was tut man über... Die Torte. Die Tischdecke, die man da drunter tut. So, was es jetzt wieder geben sollte, eine weitere Runde. Ja, die Auswahl ist ja nicht mehr groß jetzt, ne? Es bleibt nur eins. Was es jetzt wieder geben sollte, zwei Punkte bis zum Gleichstand, drei Sieg, sieben Sieg und noch 200 Mark. Achtung, fertig, ab. Wir lieben alle die... Sonne. Richtig. Und die damit verbundene... Frühling?
Nein. Wärme? Wärme. Und in einem bestimmten Monat, im fünften Monat, gibt es einen Käfer. Mai? Da gibt es einen Käfer. Ja, richtig. Dann geht man in München in die Fußgängerzone. Na, wenn man draußen Biergarten. Sitzt. Biergarten, richtig. Und die Damen tragen ganz kleine Röcke, Kleider? Nein, geht bis dahin dann so. Minirock. Minirock. Man fährt mit offenem Verdeck in einem Auto, das heißt dann Cabriolet. Richtig. Cabrios, sage ich. 12 Punkte für Dagmar Berghoff und für Herrn Stegerer. Und 15 für Sigrid Sölch und für Klaus Seibel. Da kommt jetzt schon 500 Mark drauf. Na, guck. Da müssen 500 Mark. Da sind sie. Ein Zack, 500 haben wir schon. Mit dem Geld immer, ne? Und weitere 500 könnten jetzt kommen. Es geht jetzt um Begriffspaare, die meistens zusammen auftauchen. Zum Beispiel Haus und Hof. Oder über Stock und Stein. Neppig. Was soll ich noch mehr erklären? Eins Let's muss ich mal sagen. Ja. Wenn du, lieber Klaus, dich netterweise anschnallen würdest in der Runde. So eine fesselnde Sendung, ne? Ja, richtig. Sehr gut formuliert. Sehr gut formuliert. Und bitte nicht mit den Händen reden, wenn es irgendwie möglich ist. Ist kaum möglich. Ich kann es nicht anders. Aber ich versuch's ja? mal. Ja, bleib mal. Du sagst ja auch nicht, da kommt Herr Reagan geflogen und trifft Herrn Gorbatschow. Ist richtig, ja. Aber nicht? Vielleicht könnte man das mal versuchen. Das ist ein unterhaltendes Element in der Sendung. Ne? Das machen ja viele Freie schon. Ja, ja. Aber ich glaube, da kommen wir nicht hin. Kommt ihr nicht hin? Nee, Information steht vorne. Ernst. Aber menschlich vor, ein bisschen menschlicher vielleicht, oder? Meinen Sie auch? Ja? Da hat er sich Applaus vor an der Stelle. Ich habe jetzt eben auch so geguckt, wie der Klaus abends über die Brille neuerdings guckt. Nicht ja, mit der Brille auf. Durch die Brille, ja. Durch die du brauchst sie jetzt nicht? Nein, ich brauche sie jetzt groß genug geschrieben. Ja, ja. Alles klar? Bitte. Licht aus. Achtung, fertig, ab. Eine Sache hat, wenn sie gut gehen soll, Hand und Fuß. Hand und Fuß. Ein Schiff geht unter mit... Mit Glanz und Gloria. Nein, das kann sein, aber mit auch... Mit Pauken und Trompeten. Nein, auch nicht. Sondern mit einem kleinen Tier und auch mit Leuten. Ja, ich weiß schon. Mit Mann und Maus. Richtig. Ich gebe Ihnen darauf, dass das eine gute Brief Sendung wird. Brief und Siegel. Ich riskiere dabei natürlich... Ja, ich riskiere... Kopf und Kragen. Kopf und Kragen. Und zu Hause kriege ich es dann zu spüren bei meiner Tochter beispielsweise und dem Anhang. Bei, man reist mit Frau und Kind? Kind und Kegel? Kind und Kegel, richtig. Und das Ganze könnte dann also zu einer Niederlage werden mit... Mit Ja, also mit... Mit Pauken und Trompeten. Pauken und ja! Trompeten, ja! Mit Pauken und Trompeten. Also ein Schiff geht unter mit Glanz und Gloria. Das war natürlich ungeheuer. Mit Pauken und Trompeten. Könnte mal sein. Nicht? Könnte mal sein. So, ich gehe mal rüber zu Dagmar, die ich auf dem Schirm noch nie habe untergehen sehen mit Pauken und Trompeten. Ich habe vorhin etwas zitiert am Anfang. Bewegt dich manches Schicksal, das du verlesen musst mit einer Miene, die immer sehr nett ist, weil du eine hübsche Frau bist? Oder bist du jemand, der sagt, ich muss jetzt das hier lesen, was da steht, interessiert mich eigentlich nicht? Oder geht dir manches schon hierhin, was du verkaufst? Also es ist so, in der Regel weiß ich ja schon vorher, nämlich oben in der Redaktion, was jetzt auf uns zukommt. Da bin ich unten im Studio so weit, dass es nicht mehr so schlimm ist. Bist du cool? Ja, relativ cool. Aber es gibt auch Dinge, die ich wirklich erst im Film oft zum ersten Mal zu sehen kriege, wo ich fast nicht mehr weitersprechen kann. Ich erinnere mich zum Beispiel, was ganz furchtbar war, als dieser Journalist in Guyana, glaube ich, oder irgendwo in Südamerika von einem... Einmal das, dann der mit Kollege dem Kind, vom ZDF hilft ich natürlich. Meine noch eher, das Erdbebenopfer habe ich nicht so mitgekriegt, da war ich nicht in Deutschland. Also ich habe es nicht hier direkt selber erzählen müssen. Mhm. Aber dieser Journalist, der erschossen wurde, ich kannte ihn nicht. Ich sah nur einfach, wie dieser Mann da mit auf dem Rücken gefesselten Händen weggeführt wurde. Und dann wurde er umgelegt und man sah im Fernsehen noch den sich aufbäumenden Körper. Übrigens war das eine Diskussion zwischen ARD und ZDF damals, ob man geschmacklich muss. Das so weit senden muss. Nicht? Also das war eine Geschichte, die wirklich ganz... Der Meinung bin ich auch, meine, das sind ja auch Kinder vom Fernseher, ob das unbedingt sein muss, wir reden alle gegen Gewalt. Aber übrigens, Dieter, wenn ich dich unterbrechen darf, natürlich werden Nachrichten, auch wenn sie vielleicht etwas angenehmer klingen, also in meinem Mund leider nicht besser. Ne? Das ist richtig. Aber dein Mund ist ein gutes Stichwort.
Du synchronisierst leidenschaftlich gerne. Ja, das ist wahr. Und hast oft nicht die Zeit dazu, so eine Woche eine wirkliche Hauptrolle zu synchronisieren, weil du deinen Dienst hast. Als freiberuflich. Du bist nicht fest angestellt bei NDR. Ich bin frei, ja. Du bist frei. Also da, neulich zum Beispiel, da habe ich mal eine Rolle an, ein halbes Jahr ungefähr, eine Rolle angeboten bekommen, bei der ich dachte, jetzt beginnt wirklich die ganz große Synchronkarriere, weil das ist halt das Einzige, was noch schauspielerisch für mich da ist. Da riefen die an aus dem Studio und sagten, eine Rolle, da musst du weinen, da musst du lachen, da musst du verliebt sein, da musst du durchdrehen. Das ist alles drin, die ganze schauspielerische Palette. Toll. Ich dachte, mein Gott, und eine ganze Woche lang, ich war mich so gefreut, habe diese Rolle studiert gemacht, getan. Komme hin ins Studio, sitze da ganz erwartungsvoll und denke, jetzt geht's los. Mal sehen, wie sie aussieht überhaupt erstmal. Man muss sich ja identifizieren und so. Man muss reinschlüpfen in die andere. Genau. Und es geht das Licht aus und es kommt der erste Take. Und da ist es ein Film von Max Ophüls von 1934 und die Dame gibt es leider nicht mehr. Und so fand meine Schauspielerkarriere, meine Synchronkarriere wieder nicht statt. Aber die Rolle war trotzdem aber schön. Aber die kann ja stattfinden, indem einer das sieht und sagt, wie die das gespielt hat, wie die da reingeschlüpft ist, wie die hysterisch wurde und wieder ganz ruhig wurde und die Stimme zurücknahm und schrie. Das ist ich so glaube, toll. Es ist ganz gut geworden, ehrlich gesagt so. Ja. Wir haben die nächsten Überschriften. Alles, in was man sich verlieben kann. Alles, womit man werben kann, alles, was man nicht übertreiben sollte, alles, womit man sich verändern kann, alles, was rau sein kann, alles, was schmelzen kann. Alles, womit man sich verändern kann. Gut. So. Wollen wir? Mhm. Es geht um 1000 Mark, später verdoppelbar auf 2. Gut. Das ist hübsch, die Farben zusammenstellen. Ohrringe passen. Bist du nervös? Ja. Es geht doch gleich los. Ein bisschen, ja. Achtung, fertig, ab. Wie nennt man, wenn man immer älter wird, diese 12 Monate? Jahre. Was haben Männer hier unten? Bart. Was tun Frauen sich aufs Gesicht? Was ist das hier? Brille. Was ist, wenn Frauen das abnehmen können? Wie nennt man das? Perücke. Richtig. Und was ist, wenn man so ein zum Karneval trägt man das oft? Maske. Was hat man überhaupt an? Was ich heute Kleidung. An? Ja! Das waren sieben. Das waren sieben und dazu auch die Fanfare. Klaus Seibel. Ja. Alles, in was man sich verlieben kann. Bitte sehr. Achtung, fertig, los. Der Vorgesetzte könnte es sein, der... Chef. Richtig. In jemand, der diese... Sommersprossen. Richtig. Herz. Nein. Dich. Sie. Mann. In den Klaus Seibel. Wenn ich jetzt fragen würde, könnten Sie sich in... verlieben? Das Wort brauche ich. Mich. Richtig. Mich. Nach einer... nicht in ein Lied, man kann sich auch in eine... Melodie. Melodie. Oder eine Dame... Der Gesangskarriere ist nichts mehr im Wege. Klaus, ich bin sicher. Verzögert nur. Irgendeiner hat das gehört. Er hat gesagt, Kinder, da singt der Junge. Ich bin sehr hoffnungsvoll. Kommt was auf dich zu. Klaus Seibel singt heute... Na, blau, Nacht oder nie oder sowas. Herr Stegerer. Alles, was schmelzen kann. Alles, was schmelzen kann. Wenn man vor ihr sitzt, kann man schon dahin schmelzen, nicht? Ja, doch, doch. Ja. Achtung, fertig, los. Ja, das ganz Normale, was schmilzt. Eis. Hm? Kommt zum Beispiel aus Schweiz, Holland, Camembert. Käse? Hm? Dies nicht, aber sieht so genauso aus. Nicht Silber, sondern... Gold? Hm? Nicht Margarine, sondern teurer. Butter? Hm? Ganz schwer, Metall. Eisen, Stahl? Noch schwerer. Stahl, nee, was ist denn? Platin, nee, was ist denn schwer? Guss? Nee. Was ist das Schwerste? Kann man auch gießen, zum Beispiel, Silvester. Blei. Ja. Blei. Blei kam doch. Ah. Jawohl. Jawohl. Sauber. Jawohl. Guten Abend. Guten Abend, Herr Dr. Heindl. Guten Abend, Herr Heck. Ich bedanke mich, dass Sie so schnell auf das von mir ist noch gekommen sofort gedrückt haben. Was ist los mit Ihnen? Sie sind so fröhlich heute. Ich habe doch gar nicht gedrückt. Nein, aber nein. Sie haben die Anweisung zum Druck gegeben. Ich nicht, nein. Das muss ein technischer Versager gewesen sein. Aha. Aber oder Sie wollten mir irgendwas sagen und suchen jetzt einen Vorwand dafür. Nein, nein. Nein, nein, ich wollte Ihnen gar nichts sagen. Guten Abend. Philipp. Aber ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Dr. Heindl. Ich freue mich auch, Herr Heck. Ja, Dankeschön. Wunderschönen guten Abend, Herr Dr. Heindl. Irgendwas hat er wieder. Irgendwas hat er wieder. Jetzt wollte ich einmal ganz schnell zwischendurch etwas sagen. Eine kleine Ruhepause für euch. Ich habe euch vorhin am Anfang gesagt, legt euch doch mal, unseren Kleinsten habe ich das gesagt, einen Zettel hin und schreibt eine Adresse auf. Ich habe jetzt so oft mit dem Dr. Heindl telefoniert, keiner weiß, wie der aussieht.
Malt doch mal so, wie ihr glaubt, wie der Dr. Heindl aussieht. Nicht rotes Telefon nicht vergessen. Nicht? Und dann malt doch mal den Dr. Heindl und schickt dann das Ganze ans ZDF. Kennwort Pyramiden-Heindl. Nicht? Pyramiden-Heindl, 65 Mainz 500. Nicht? ZDF, Kennwort Pyramiden-Heindl, nicht Heini, Heindl. Nicht? Pyramiden-Heindl, 65 Mainz 500. Bin gespannt und die schönsten Bilder stellen wir in einer der nächsten Sendungen, werden wir die ausstellen. Ich hoffe, das ist eine schöne Idee. Malt das mal schön. Mami hat die Adresse mitgeschrieben. Prima. Und das rote Telefon nicht vergessen, gell? So, es geht weiter mit, wer ist dran? Frau Sölch. Dann nehme ich alles, was rau sein kann. Alles, was rau sein kann. Achtung, fertig, der Heindl ist übrigens nicht rau, der ist sehr lieb. Achtung, fertig, los. Genau. Um die Nuss rum, außen ist eine, die man knacken muss. Eine Schale. Das hier. Die Haut. Das hier, womit ich rede. Wenn ich erkältet Kehlkopf? Bin. Nein, nein, allgemein. Stimme. Ja. Dann draußen, wenn es ganz stürmisch ist. Der Wind. Mhm. Am Haus außen dran ist, das man dann anstreicht, was auf den Ziegel draufgeworfen wird, das ist der... Der Anstrich. Nein, erst kommt noch was anderes. Ein anderes Wort dafür. Verputz, also Putz? Ja. Ja, das war der Putz. 9 zu 12, 12 zu 9. Zwei Möglichkeiten, eine davon wählt bitte Dagmar. Was bitte? Eine Möglichkeit von den beiden. Jetzt nehme ich alles, womit man werben kann. Ja, Achtung, fertig, los. Was nennt man, wie man heißt? Name. Wenn man in der Zeitung etwas Annonce? Liest. Anzeige? Ja. Was ist, was, worauf kommt es drauf an, wenn man etwas kauft? Worauf kommt es dabei an? Auf die Qualität. Wenn etwas im Winter zum Beispiel, oder jetzt gibt es das, da gibt es besondere... Ach, Sonderangebote. Ja. Wenn man so an der angeschlagen Plakat. An Wänden... oder wie heißt das dicke Runde, an denen das Litfaßsäule. Auch... Ja. Und was, diese Zigarre, die... Zeppelin. Ja. Es bleibt nur noch alles, was man nicht übertreiben sollte. Klaus Seibel erklärt, Frau Sölch kommt drauf. Achtung, fertig, los. Die tägliche... Sollte Arbeit? Man nicht über... Arbeit. Das... Fernsehen? Ebenfalls. Das... Essen? Mhm. Den... Sport? Auch nicht. Und die, wenn ich so negativ über Sie rede, sollte man auch nicht übertreiben. Wie nennt man das? Du hast Vorurteile. Ja, ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe. Es gibt es auch, in der Zeitung gibt es auch einen, der schreibt darüber. Das ist dann immer die Kritik. Oder wenn man abnehmen will. Diät. Richtig. Oder den, ja. Ja, das war es. 15 Punkte noch gut rangekommen für Frau Sölch und für Klaus Seibel. Und 17 und damit in jedem Falle jetzt schon mal 1000 Mark. Ob gleich dann 200 steht, davon ist sie durchgeraten. Ne? Ich bin auch da. Aber nicht die 1200, sondern nur die 1000 können jetzt verdoppelt werden. Jetzt soll ich hier in diese Anschnallpflicht hier. Ja, es fällt mir immer schwer, werden. Aber na gut. Du musst es. Du okay. musst es. Es geht um bekannte Berge, die man auch anders erklären kann. Ach, beispielsweise, es gibt einen Berg, der heißt Predigtstuhl, nicht? Den kann man ja auch anders erklären. Ach, ja, man muss ja gut. nicht sagen, wo der liegt, das muss man gar nicht wissen, sondern man kann sagen, da ist ein Pfarrer in der Kirche, der hält eine, den wird er sagen, Predigt, und dann sagt man, und worauf sitzt du, wird er sagen, Stuhl, und das zusammen ist der Predigtstuhl. Davon haben wir jetzt welche. 6 an der Zahl. Und von unten links bis oben zur Spitze durchgetickert, hinter seinem Rücken, was er natürlich nicht sieht, weil er hinten keine Augen hat. Schade. Du siehst es da. Mhm. Und dann hat er weitere 1000 Mark. Oh, ich, ja. Mal sehen, die gewinne ich für Sie schon. Was? Hoffe ich. Ja, wir genau. gewinnen Sie zusammen. Achtung, fertig. Na! Los! Etwas Salz oder das andere? Zucker, Zuckerhut. Was fährt durch die Lande? Viele, viele Wagen. Zug? Ja. Zugspitze? Ja. Ein Tier. Da, 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 da. Matterhorn. Was? Matterhorn. Nee. Also das zweite Wort ist etwas, womit man in den Haaren... Hahn. Womit, Kamm. Ja. Hahnenkamm. Und das, ja. Und das andere ist in einem Orden. Was ist da männlich? Mensch. Ja. Und das Gegenteil von... Nee, so sage ich es lieber nicht. Also ein weibliches Wesen generell. Frau. Und das in nicht alt, sondern... Jungfrau. Ja. Und nicht König, sondern ein Kaiserstuhl. Herr. Ja. Ja! Ja! Sauber. Toll. Toll.
Das Gegenteil von Jungfrau hätte auch Altmann sein können. So, ja, hätte auch sein können. Hätte ja auch Altmann sein können. Ja, hast du recht. Prost. Du hast wirklich für ihn gut gesungen. Muss dir ehrlich sagen, ich fand das fabelhaft. Soll ich gleich weitermachen? Was hast du noch für Hobbys? Was tust du, wenn du nicht vor der Kamera bist? Ja, Hobbys. Also ich muss sagen, ich bin ein Wahnsinns... gar kein Sportler. Ich habe mit Sport nichts am Hut, obwohl viele meinen... Ich süß eigentlich sehr sportlich aus. Aber bin ich nicht. Noch nie. Nicht eigentlich. Langlauf? Ich habe Langlauf gemacht. Da ich ein, und da Mittenwald, im Ried, das war wir toll. Doch einen ziemlich stressigen Job haben. Du bewunderst das gar nicht, was ich ja, doch, toll, toll. Vor allem in der Position, das ist natürlich fantastisch. Ja. Nee, und da wir doch einen ziemlich stressigen Job haben, braucht man ja irgendeinen Ausgleich. Und da laufe ich einfach. Ich kann mich frei laufen. Ich gehe in die Wälder, wir haben ja den Taunus da vor der Tür und kenne auch fast alle deutschen Mittelgebirge auf diese Weise schon. Solange die Wälder noch da sind, sollen wir auch mal hingehen. Ne? Das ist richtig. Hm? Das ist richtig. Und ich muss sagen, das gibt mir ungeheuer viel. Ich komme dann, kriege einen klaren Kopf und kann wieder denken. Gerade wenn man mal so eine Stressperiode gehabt hat, dann kann man sich auf diese Weise am allerbesten erholen. Das ist der heute das Louis Tränker. Sowas. Der Louis Tränker von heute. Wenn es mir gelänge, in dem Alter noch so zu sein wie der, fände ich das großartig. Das ist toll. Das wäre doch großartig. Du bist nebenbei, wenn man einen Nachrichtensprecher sieht, das haben wir schon mal kurz angesprochen, dann gehört ja sowieso der Ernst schon dazu. Man kann nicht sagen, haha, da ist das und das passiert. Man kann auch sicherlich keine Scherze drüber machen. Aber man nimmt natürlich an, automatisch, dass dieser Mensch eigentlich immer ein sehr ernster ist. Dabei bist du ein unglaublich fröhlicher Mensch. Das ist richtig, ja. Ich habe heute Mittag mit dir am Biertisch ahne, gesessen. Was kommt. Und du hast also einen Witz nach dem anderen erzählt. Fällt dir jetzt noch einer ein? Zufällig? Ja, vielleicht mal einen, den unser Publikum hier vielleicht auch nicht kennt. Der kommt aus dem anderen Deutschland. Drüben in der DDR ist im Augenblick eine Anti-Alkohol-Kampagne im Gange. Die Filiale macht das immer nach, was die Zentrale vorher gemacht hat. Und das geht dann so per Schulung. Und es läuft dann etwa so, da ist also ein Abend, da sitzt dieser Schulungsleiter und sagt, Genossen, ich werde euch jetzt mal demonstrieren, wie schädlich Alkohol ist. Hier heikt ein Glas mit Wasser. Und das hier ist ein Glas mit Alkohol. Und hier in der Schachtel, das ist ein Rehenwurm, könnt ihr alle sehen, ist ein Rehenwurm. Und jetzt schmeiß ich den Rehenwurm halt in das Glas mit Wasser. Was passiert? Der Junge ist happy, der tanzt da drin rum, der ist vital, dem geht's einfach gut. Aber nur gebt mal acht. Jetzt nehme ich den und gebe ihn in das Glas mit Alkohol. Was passiert? Starr ist er. Und ich sage euch, der ist nicht nur starr, der ist regelrecht tot. Was lehrt uns das? Peinliches Schweigen. Da meldet sich einer ganz kurz und sagt, Genosse, ganz einfach, Alkohol ist gut gegen Würmer. So kann das daneben gehen. Schön, dass man mal den Klaus Seibel ganz anders sieht. Du hast mal mitten im Jahr plötzlich gewechselt, hast plötzlich mal eine Brille aufgesetzt. Das war nötig, die Arme wurden zu kurz. Wie das so kommt in meinem Alter, nicht? Irgendwann muss aber man das lernen. Das hat Protestschreiben gegeben, nicht? Nö, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Leute haben es zur Kenntnis genommen. Manche haben gesagt, es steht Ihnen. Andere haben gesagt, na, lassen Sie es lieber. Ich kann es ja nicht mehr lassen. Ich muss es ja jetzt, ne? Wie viele Heiratsanträge hast du denn gekriegt in der Zwischenzeit? Wie viele Damen schreiben? Also darüber möchte ich nicht reden, sonst sind alle drei vielleicht beleidigt, weil sie in der Sendung genannt werden. Klaus, wir haben die nächsten Überschriften. Lichtquellen haben wir. Ja. Wichtig fürs Fernsehen. Behälter für Festes, Behälter für Flüssiges, Brandstätten, Werkzeuge und Schlafstätten. Du hast mir das so schmackhaft gemacht mit den Schlafstätten, dann nehme ich die mal. Wie meinst du schmackhaft? Ja, ebenso, das war so Schlafstätten. Das klang so schön. Aber nicht einschlafen jetzt. Nein. Schön erklären, es geht nämlich um 1500 Mark. Oh. Ja. 1500 Mark verdoppelbar auf 3000. Ja, alles klar. Achtung. Und wenn alle sieben durchgeraten sind, gibt es 200 Mark zusätzlich auch in der Runde. Achtung. Fertig. Los. Man kann in einem... Bett. Nein, so ein... Man spannt es über so Stäbe. Junge Leute machen das vor allem, wenn sie wandern. Schlafsackzelt, Zelt. Ja. Auf einer grünen... Wiese. Ja. Man kann natürlich auch bei der Arbeit im... Stuhl, schlafen. Sessel, nein, Büro, in dem Raum, in dem man seine Büro. Tätigkeit... Büro. Oder auf einem... In Parkbank. Parkbank. Großartig, ich brauche die Frage gar nicht zu stellen. Dann gibt es eine spezielle Art, eine spezielle Liegestätte, die ist gefüllt mit einem Element. Ja. Das Wasser. Das Wasserbett wäre noch gekommen. Er hat sich so über die Parkbank gefreut, nicht, dass er gar nicht mehr weiter kann zum Wasserbett. Dagmar Berghoff. Wir nehmen jetzt Brandstätten. Brandstätten. Achtung, fertig und ab. Da kommt viel Lava raus. Vulkan. Etwas, mit dem man raucht. Pfeife, so, Zigarre. Auch wieder was raucht, aber das ist größer. Ofen? Ja. Etwas, was manchmal brennen kann, oben auf einem Haus. Das Dach? Reddach? Ja, und da noch, wo drauf sitzt Dachstuhl. Man? Dachstuhl. Und etwas, worauf man Würstchen legt. Grill?
Etwas, woran man seine Zigarette tut. Etwas, woran man manchmal kaut. Fingernägel. Ja. Toll, toll, schon wieder 200. Sauber. Schon wieder 7 Begriffe. Und vielleicht hat jemand gesagt, was hat das mit den Fingernägeln zu tun? Man sagt doch, es brennt unter den Nägeln. Nee? Das war also übersetzt gesehen. Frau Sölch. Die Lichtquellen. Die Lichtquellen. Achtung, fertig und ab. Donner und? Blitz. So was Großes, was brennt. Nicht eine Kerze, eine noch größer. Nee, schon richtiges Feuer dran. Die olympische. Flamme, Feuer, das olympische ja, Feuer. Ja, und das Ding, was man in der Hand hält, wo das Feuer dran brennt. Weiter. Weitermachen. Was ganz Großes, was hier oben hängt. Was da oben hängt, die Sonne. Nee, da, im noch Studio, größer. Im Studio. Der Scheinwerfer. Ja. Dann was Kleines in der Nacht, wenn ich durch. Taschenlampe. Mhm. Viele Sterne, viele Sterne. Moment. Nein, die Milchstraße wäre es. Und vorne ist die Fackel. Ganz einfach die Fackel. Ihr hattet die Flamme. Das olympische Feuer hatten die auch schon. Aber den, der es anstecken muss und da angekeucht kommt und dann ansteckt, die Fackel. Das war ein Blackout. Darf man ja jetzt sagen, nicht? Ja, ein offizielles Wort. Das haben viel größere gehabt. Behaupten andere. Behaupten andere. Dagmar. Ich glaube, jetzt ist Herr Stegerer dran, oder? Ja, richtig. Natürlich. Also, wenn ich euch beide sehe, komme ich immer natürlich zunächst auf dich. Ich bitte um Verzeihung. Wobei Ärger die Steigerung von Ingrid ist, nicht? Steger, Stegerer am Stegersten. Das Alter. Was darf sein? Wir versuchen die Behälter für Flüssiges. Die Behälter für Flüssiges. Achtung, fertig, los. Aha, ganz tief wird in die Erde gebohrt, kommt das Wasser raus. Eine Bohrquelle, eine Quelle. Wie nennt man das? Früher haben sie so ein Zieh. Brunnen. Ja. Wo man sich reinlegt, nicht duschen, sondern... Badewanne. Hm? Trinkt man Kaffee draus? Kaffeetasse. Ohne Kaffee? Also, Tasse. Ja. Ganz spezielle Gläser aus Italien. Große Chianti-Gläser? Stadt. Nein, nee. Große Stadt und da hinten noch ER hinten dran. Roma, Mailand, Venedig. Ja, Rom war schon gut. Und die heißen dann? Römer. Ja! Ja. Die Römer? Ja, okay. Waren die Römer noch da oder waren die nicht da? Mal sehen, ob Herr Dr. Heindl den... Erfunden. Das ist ja ein Geräusch. Also nicht vergessen, wie sieht der aus, nicht? Ich glaube, das Telefon. ZDF, Kennwort, Pyramidenheindl 65 Mainz. Wie sieht. Sie werden es nicht glauben, aber der Punkt war noch gut. Danke. Aha. Ich wollte Sie jetzt auch mal überrascht sehen. Das ist aber sehr schön. Sie haben mich überrascht, Herr Dr. Heindl. Ja, zuerst haben Sie mich überrascht mit Ihrer grandiosen Idee, wobei ich mich eigentlich gewundert habe, dass Sie 61 Sendungen gebraucht haben, um zum ersten Mal auf eine gute Idee zu kommen. Aber Sie sollten auch noch vielleicht 3 Preise aussetzen für die lustigsten Bilder. Mhm. Ja. Wäre das eine Idee? Ein Abendessen mit Ihnen. Ich glaube, dass wäre die vielleicht Kinder, eine Möglichkeit, Kinder zu Spaß hätten. Die möchten schon was Nettes, irgendein Maulkasten oder irgendwas. Vielleicht sollte man eher was Abschreckendes haben, nicht? dann geben Sie ein Autogrammfoto von Ihnen dazu. Jawohl. Ich beglückwünsche Sie zu dem Sieg von heute Abend. Ich bedanke mich. Ja, danke schön, Herr Dr. Heindl. Also wie er aussieht, das werden wir ja sehen, nicht wie unsere Kleinsten ihn sehen. Nicht vergessen das rote Telefon. So, wer ist jetzt dran? Ich denke, ich bin dran. Ja, ja. Klaus. Ein Behälter für Festes. Ein Behälter für Festes. Mhm. Achtung, fertig und ab. Geflochten. Korb. Richtig. Was manchmal geklaut wird bei Männern, vor Männer tragen zwar Brieftasche. Damen tragen es. Handtasche? Nein, Körbchengröße kann man angeben dabei. BH? Richtig. Alles läuft durch ein, Wasser läuft durch einen, dann zerrinnt es. Durch ein Sieb? Sieb, richtig. Ein Brief? Kuvert? Anderes Wort? Umschlag? Richtig. Ein Behälter, wo man Waren ganz, ganz zu einer besonderen Tasche. Temperatur hält. Tiefkühltruhe war das. Ja. Es bleiben noch die Werkzeuge. Einen Punkt. Bis zum Gleichstand. 2 Sieg und 7 Sieg und 200 Mark. Mit Werkzeug ist das zu. Also, ich entscheide mich jetzt für Werkzeug. Ja, es bleibt auch nichts anderes mehr. Klasse. Ich hatte so gehofft, dass ich die nicht kriege. Du Blitzmerker, die Werkzeuge. Achtung, fertig, los. Was ist. Ach so, wie heißt der Einwohner von Frankreich? Ach, darf ich das nicht? Ach. Wie heißt der Einwohner von Großbritannien? Engländer. Was ist das, worauf man... Hammer, Amboss. Nee, ja. Womit kann ich mir das sauber Nagel. Machen?
Nein, es gibt es manchmal in Restaurants, so klein und dünn. Zahnstocher. Es ist flüssig. Nee, erstmal ist es Justitia. Was hat sie Wasserwaage. Da? Ja. Womit esse ich? Löffel. Und beide. Gabel, Messer, Besteck. Ja. Justitia ist eine Wasserwaage. So, 12 Punkte für Frau Sölk und Klaus Seibel und 15 und damit die dritte Pyramide auch, ja? Die jetzt reinrollt für... Ich hab meine Hände ja schon in der Fessel. Hast du schon? Hab schon drin. Pass mal auf, was jetzt kommt. Sprichwörter und Redensarten, die eine eher etwas unglücklichere Annäherung beschreiben. Beispiel wäre mit der Tür ins Haus fallen. Davon gibt es ja mehrere verschiedene Dinge, nicht? Mhm. Das wäre eins davon. Du erklärst das, so fabelhaft wie vorher auch. Mhm. Und dann kommt er drauf und hat weitere 1500 Mark. Das ist nicht schlecht, nicht? Sie können eine eigene Computerfirma aufmachen. Richtig? Nee, wenn das so weitergeht. Achtung, fertig und los. Was tut man, wenn man so... Unruhig, hin und her sitzt. Nee, was muss man... was? Es klebt, her. Es klebt. Mal fange ich mal anders an. Es klebt. Was klebt? Ja, Klebeband. Es ist Klebstoff. Patex. Es ist also mein anderes Wort für wandern, aber langsam wandern. Gehen. Ja. Hm. Und jetzt auf etwas, was klebt, gehen. Jemand anderen auf. Auf den Leim führen oder so. Ja, das andere Wort aber. Leimen. Nee, auf den Leim. Das, was wir auf vorhin den Leim gehen. Ja. So. Jetzt, was hat man in, was hat, womit isst man? Mit Besteck. In der rechten Hand. Gabel. Man es. Messer. Ja. Gabel. Und dem entgegen, was tut man? Ins Messer laufen. Ja. Und jetzt, man klettert hoch. Auf den Berg, auf die Palme bringen. Nein, auf das Haus da oben. So. Aufs Dach steigen. Ja. Boah. Und jetzt, man, ja. Auf der Stelle ins Fettnäpfchen treten. Ins Fettnäpfchen treten. Was hätten wir denn noch gehabt? Oh, den Buckel runterrutschen, das wäre noch gekommen, auf den Pelzrücken. Ich möchte Sie nicht auf den Pelzrücken, liebe Frau Sölch, aber ich möchte mich bedanken, dass Sie da waren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dagmar, dass wir dich gesehen haben. Zauber, danke. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist gut ausgesucht. Wunderschön, passt. Fahren hier, ich gratuliere Ihnen zu 4.350 Mark. Auf der anderen Seite sind es auch immerhin 1.000 Mark. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, dass Sie sich gefreut haben, uns zu sehen. Ich bin sicher, Sie haben sich auch gefreut, ihn zu sehen, den Jürgen Markus mit seinem neuen Titel. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es in Ihrem Programm heißt Pyramiden. Alles Gute, schönen Abend, schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.